Wir befinden uns ja ganz klar in einer Männerkrise und in einer Frauenkrise. Sehr viele Männer sind unglücklich und ich würde sagen, noch viel mehr Frauen sind unglücklich. Die Beziehungen zwischen Mann und Frau werden immer kürzer und oberflächlicher. Viele suchen ihr Heil in inhaltslosen Chats und auf Dating-Plattformen aus denen dann auch nur in den seltensten Fällen eine fruchtbare Beziehung hervorgeht. Männer sind scheinbar weich, Frauen extrem hart geworden und überall wird suggeriert, Frauen können alles genauso gut wie Männer und auch andersherum. Das ist schon faszinierend. Man hat es hier echt geschafft, Frauen zu suggerieren. Sie wären benachteiligt, wenn sie eine feste Beziehung eingehen, viele Kinder in die Welt setzen, an der Gründung einer Familie teilnehmen und zu Hause bleiben. Also wenn ich eine Frau wäre, dann klänge das gar nicht mal so übel für mich, um ehrlich zu sein. Nein, heute hat Frau modern zu sein und ihren natürlichen Instinkt nach Familie zu unterdrücken. Ich könnte jetzt haufenweise Beispiele durchkauen, aber gerade die Karrierefrage und wie unglücklich und verbittert große Teile von Frauen in dieser Rolle sind, ist ja wirklich beispielgebend. Auch wenn sie nach außen hin die taffe Frau spielen, ist doch innerlich oftmals viel verloren gegangen. Nicht zuletzt die Mütterlichkeit, die jeder Frau vielleicht mehr innewohnt, als einem Mann Väterlichkeit innewohnt. Ich meine, guck dir viele dieser Ladies mal an. Wenn du genauer hinguckst, dann wirst du tief unglückliche Frauen sehen. Spätestens wenn sie 30, 35 sind und die Fälle in puncto Qualitätsmänner schneller davonschwimmen, als sie gucken können. Also das letzte Mal, als ich im Biobuch 7. Klasse geblättert habe, stand da etwas von einer biologischen Uhr, die Frauen haben. Naja, das Recht des Einzelnen über das der Gemeinschaft zu setzen, war sozusagen das Brecheisen für die Atomisierung der Gesellschaft. Und wenn ich hier Gemeinschaft oder Gesellschaft sage, dann meine ich ein gesundes Volk, bestehend aus möglichst großen Familien und möglichst festen Beziehungen.